So, da sind wir wieder bei Uncharted Drakes Schicksal. Noch immer hier mit der reizenden Elena auf der romantischen Jetski-Fahrt durch den Amazonas. Wir weichen weiterhin diesen nett gestalteten Fässern aus und ja, fahren einfach den Amazonas entlang, obwohl das gar nicht der Amazonas ist, sondern irgendein Fluss, der hier halt in der Gegend herumfließt. Und wie bei jeder Touristenattraktion gibt es auch hier lästige Souvenirhändler, wie den hier mit seinen billigen Gucci-Sonnenbrillen, die er gefälscht hat und die er uns andrehen will. Die versuchen wir natürlich zu ignorieren, aber wenn es nicht geht, dann müssen wir sie leider eiskalt abschalten. Hier, ich will nicht deine gefälschten Gucci-Brillen und was weiß ich noch alles haben. Ja, es werden immer mehr von diesen lästigen Souvenirhändlern. Ich versuche sie abzuschütteln, aber sie merken, dass wir Geld dabei haben und bleiben lästig. So, ach komm. Ja, komm, komm. Nein, ich will auch kein neues Handy. Meines gefällt mir so, wie es ist. Und da, nein, ich will nicht das iPhone 6, das exklusiv in eurer Gegend jetzt gerade released wurde. Ich bin mit meinem iPhone 4 zufrieden, welches ich leider nicht habe. Hau ab, Souvenirhändler. Ich will auch keine Blumen. Ich will auch keine Blumen, nein, danke. Er ist schon tot. Sehr schön. Damit haben wir uns der lästigen... Oh, okay, okay. Den ignoriere ich jetzt einfach mal, ohne ihn zu töten. Das geht natürlich auch, aber töten ist etwas effektiver. So, und damit haben wir eigentlich die Touristenfalle Nummer 1, nämlich die Souvenirhändler überlebt, genau. Ohne irgendeine billige Fälschung zu kaufen, die wir sowieso am Zoll wieder abgeben müssten. Wir gehen hier an Land. Danke. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Aber vorher nehmen wir ein kleines Bad im Fluss. Yeah! Wir schwimmen hier entlang. Lalala, was glitzert denn hier Schönes? Ein Souvenir, das ich nicht mal beim Souvenirhändler kaufen muss, sondern das einfach hier herumliegt. Das nehme ich mir doch gerne mit. Die goldene Schildkröte. Cool, cool. So, jetzt. Moment, Granate. Ja, hier sind die Granaten. So, und zack. Okay, das war nicht so effektiv. Ach verdammt, stimmt ja, ich habe keine Munition auf meinem Revolver. Gut, dann nehme ich nochmal eine Granate und werf sie. So, hier gehe ich runter, damit er mich nicht trifft. Sehr schön. Jetzt gehe ich hier rauf und... Nein, nein, nein! Die andere Waffe! Sehr schön gemacht. Also wirklich ein super Start wieder mal von mir. Jetzt wodurch? Ne, hier komme ich ja her. Okay, dann wieder rauf. Ach, wieso hatte ich auch keine Pistole dabei? Dann hätte ich die Typen ganz locker alle ausgeschaltet. Aber so ohne Pistole kann man nicht aus der Hänge Dings schießen. Aus der Hängeposition, und deswegen hat es nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, da eine Granate, die macht mir auch nichts aus. Komm, explodiere einfach. So. Elena ist auch ziemlich eine harte Braut, muss man mal sagen. Die bekommt voll die Granate ab und lebt trotzdem schön weiter. Das gefällt mir natürlich. Ist ein bisschen unheimlich, wenn eine Granate uns in den Flitterwochen erwischt und sie überlebt, während ich sterbe, aber okay. Naja. Wird sie halt Witwe sein. So. Du bist tot. Sehr schön. Gibt es hier auch irgendwie Pistolenmunition? Oder. Ja, die Micro geht auch. Micro ist auch super. Sag ich nichts gegen. Nee. Was? Ich hab doch. Okay, jetzt habe ich doch die Pistole. Hm. Ich nehme die Micro, ja. Gut, und gehe hier entlang, denn ich weiß, dass hier eine Sattgasse ist. Genau, wollte ich auch nur mal zeigen, damit ihr auch seht, dass hier nicht überall lang geht. Obwohl das ein riesiger Dschungel ist und es theoretisch überall hingehen könnte, müsste sein Tun, Tuten, Tröten. So. Hallo? Geht doch. So. Sind hier noch irgendwelche bösen Gestalten?
Oder nicht? Gut. Doch, doch. Nee, keiner kommt hierher. Gut, dann... Rennen Sie nicht so! Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand? Halt! Glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. So sind die Leute von RTL. Ist ja widerlich. Wieso habe ich nicht meine Kamera dabei? Nee, Spaß. Holen wir uns hier den silbernen Inka-Pokal, der sich hier versteckt. Na gut, ist ja auch egal. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie so ein silberner Inka-Pokal aussieht. Den muss ich euch nicht zeigen. Und gehen hier weiter auf. Und hier erwarten uns irgendwelche Supersoldaten. Was sollen... Okay. Die Typen da. Ja, habe ich gesehen. Die mag ich überhaupt nicht. Die können mit ihren Laservisieren ziemlich hartnäckig sein. Okay, das ist schon der Nächste. Beziehungsweise die Nächsten. Okay, wieder zurück. In Sicherheit. Ich will ja nicht nochmal sterben. Und die AK-47 wieder ausrüsten. So, wo ist der? Helena ist natürlich wagemutig und stürzt sich voll in den Kampf rein, während ich mich hier feige verstecke und sie versuche aus dem Hinterhalt zu töten. So, komm. Bist du tot? Nein. Bist du jetzt tot? Nein. In Ordnung. Gut. Komm jetzt. Komm raus. Komm raus, habe ich gesagt. Komm raus. Okay, dann du zuerst. So. Aber die halten ziemlich viel aus, muss man mal sagen. Gut, okay, ich glaube, ich gehe hier in Deckung. Erstmal. Und... So. Kommst du mal raus? Gut gemacht, Elena. Also Elena kann auf jeden Fall besser ziehen als ich, das muss man mal sagen. Und kommt... Okay, schon wieder die mit dem Visier. So, komm. Zack, sehr schön. Und... Okay, out of Munition. Aber ich habe ihn noch erledigt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, holen wir uns hier wieder Roman eine und Navarro Pistole. Können nicht weit sein, wenn ihre Häscher hier beim Tor sind. Glaube ich auch. Und die Pistole ist ein bisschen besser als die alte, die wir hatten. Denn die ist erstens etwas stärker und zweitens können wir damit, glaube ich, 60, oder? Ne, jetzt habe ich die Desert. Ne, ja, ich glaube 60 Schüsse halten. Oder so 60 Patronen im Lauf können da drin sein. Bla bla blub 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 blub. Gut. Gehen wir hier rauf. Moment, erstmal die hier ausrüsten. Und sind hier irgendwelche Gegner? Vielleicht. Hallo. Dann seid ihr hier. Irgendwo. Okay. Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lasst sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesen Typen nicht. Okay, sie trauen den Typen nicht. Ist er also vielleicht doch kein Verräter? So, Headshot und er ist besiegt. Und? Komm schon. Du bist auch tot. Naja, jetzt bist du tot. Also, jetzt bist du so irgendwie tot, wollte ich dich haben. So, jetzt bist du tot, geht doch.
gut, jetzt runter. Da ist er! Okay, okay, okay. Er sitzt fest! Nein, nein, nein! Moment! Zack, 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 stirb, stirb! Und tot. Sehr schön. Das passiert, wenn man sich von solchen Laser-Heinis hier treffen lässt. Keine Gefangenen! Hey! Wieso hat er mich jetzt direkt entdeckt? Also, beziehungsweise, wieso haben die beiden mich jetzt direkt entdeckt? Vorhin konnte ich erstmal einen mit einem Kopfschuss erledigen. Diesmal wohl nicht. Gut, holen wir uns erstmal hier Munition ab. Dann hier erstmal wieder in Sicherheit gehen. Okay, jetzt sehen sie mich wieder nicht. Sehr schön. Hey! So, hey! Das war doch ein Kopfschuss. Ein astreiner Kopfschuss. Okay, dann so geht's auch. Okay, dann bin ich wieder tot, ja. Wir verfahren wieder ins alte Muster, alle 5 Sekunden einmal sterben. Gut, so jetzt ein bisschen Konzentration, lieber Drake. Gut. Hey, wieso hat er mich jetzt entdeckt? Das ergibt doch keinen Sinn, na gut. So, komm raus. Ich sagte, komm raus. So, irgendwie, komm jetzt raus. Sehr schön. Hey, so haben wir es gern. Geht doch, geht doch, geht doch. Und jetzt kommen die mit ihrem Laservisier schon raus. Oder muss ich erst runterkommen, damit sie rauskommen? Okay. Ich glaube, ich muss runtergehen. Keine Gefangenen! So, oh, komm. Komm, komm. Ausweichen. Ausweichen. Sehr schön. Wo ist er? Wo ist er hin? Ah, da ist er. Okay. Sehr schön. Damit bist du auch tot. Gut hast du das gemacht, Drake. Nehmen wir die Desert. Ja, wir nehmen die Desert. Und noch ein bisschen Munition für die Desert. Denn die ist Desert, Desert, Desert. Ein ganz mulmiges Gefühl. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Okay, gute Idee. Jetzt! Was? Okay, okay. Nein, der Rückweg ist erst einmal versperrt. Oh, das ist nicht so toll. Und hier sind ganz viele üble Burschen. Gut, gut. So. Moment. Wir gehen erstmal dorthin. Vielleicht versuchen sie uns auch von der Seite anzugreifen. Ja, da kommen doch ein paar. So, Moment. Zack. Tot. Okay, jetzt tot. Und... jetzt spiel du dahin, ist mir scheißegal. Hey. Oh, die halten zwei von dieser Death. Was? Also jetzt wollt ihr mir nicht ernsthaft sagen, dass das Spiel etwas gegen mich hat. Wenn schon Gegner vor meinen Augen verschwinden und sich in Luft auflösen, da hat es nichts Gutes zu verheißen. So, komm. Okay. Ich mag die überhaupt nicht, die halten zwei Schüsse aus, die normalen, also die alten Gegner hätten nur einen Schuss ausgehalten. Okay. Ja. Gute Nacht. Boah. Boah, das ist voll nicht nett. Gut. Ey, wieso habe ich so wenig Munition? Na gut, na gut, na gut. So. Okay. Ne, obwohl. Doch, okay, weiter, weiter. Ich wollte eigentlich Schluss machen für diesen Part, aber ne, machen wir die 15 Minuten voll. Voll. Ach, ich muss erstmal hier hin, damit sie erstmal auftauchen. So, jetzt sind sie da. Oder? Beziehungsweise jetzt sollten sie Stück für Stück herkommen. So, Stück für Stück. Sehr schön, der ist schon mal tot. Und der da ist auch tot, sehr schön. Jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Abwarten. Und. Ach komm, ich hab den doch getroffen. Okay. Okay, okay. Ach, er war schneller. Okay, gut, das reicht wirklich für diesen Part. Ich fehle zu viel zu oft. Und wir sehen uns erst wieder im nächsten Part. Wenn ich dann hoffentlich etwas besser werde. Also, bis dann, schönen Tag noch und tschüss.